Was ist Ordnung in Freiheit? Wie man überall in der Welt beobachten kann, gibt es außerordentlich große Unordnung. Äußerlich und innerlich. Man wundert sich, warum es solche Unordnung gibt. Sie gehen nach Indien und sehen die Straßen voller Menschen, platzend vor Überbevölkerung. Und sie sehen auch so viele Sekten, so viele Gurus, so viele Lehrer, so viele widersprüchliche Lügen, solches Elend. Und wenn sie nach Europa kommen, gibt es dort etwas mehr Ordnung. Aber wenn man die oberflächliche Ordnung durchdringt, gibt es die gleiche Unordnung. Und dann kommen sie in dieses Land und sie wissen besser als ich, was hier los ist, nämlich vollständige Unordnung. Sie mögen sehr behutsam Auto fahren. Wenn Sie jedoch hinter die Fassade sogenannter Ordnung schauen, sehen Sie Chaos. Nicht nur in persönlichen Beziehungen, sondern auch in sexueller und moralischer Hinsicht. So viel Korruption. Alle Regierungen sind korrupt, einige mehr, einige weniger. Aber dieses ganze Phänomen der Unordnung, wie ist es entstanden? Ist es der Fehler der Religionen, die gesagt haben, tu dies, tu das nicht, und nun revoltieren sie gegen das alles? Sind es die Regierungen, die so korrupt sind? Dass niemand mehr Vertrauen in sie hat? Gibt es in der Geschäftswelt so viel Korruption, dass niemand überhaupt nur hinschauen will, selbst ein intelligenter und wirklich seriöser Mann nicht? Und wenn Sie sich das Familienleben anschauen, ist dort die gleiche Unordnung? Wenn man also das ganze Phänomen der Unordnung nimmt, warum gibt es sie? Was hat sie hervorgebracht? Was ist dann aber Ordnung? Ist Ordnung etwas Auferlegtes? Ordnung, wie sie beim Militär dem Soldaten auferlegt wird, eine Disziplin, die Anpassung ist, Unterdrückung, Nachahmung? Ist Ordnung Anpassung? Nicht in dem Sinne, dass es künstlich auferlegt ist. In jedem Sinne. Wenn ich mich einer Ordnung anpasse, schaffe ich Unordnung. Ist Ordnung also Anpassung? Ist Ordnung Nachahmung? Ist Ordnung Billigung, Gehorsam? Oder weil wir uns angepasst haben, gehorsam gewesen sind und weil wir alles akzeptiert haben, haben wir Unordnung geschaffen? Weil Disziplin im üblichen, akzeptierten Sinne des Wortes bedeutet, sich anzupassen? Diese Autorität, die Autorität von jemandem, der sagt, ich weiß und du weißt nicht, ist einer der Faktoren, die Unordnung hervorgebracht haben. Und ein anderer Faktor dieser Unordnung ist unser Mangel an wirklicher Kultur. Wir sind sehr fortschrittlich, sogenannt zivilisiert. In dem Sinne, dass wir sauber sind, dass wir Badezimmer haben, bessere Nahrung und so weiter. Aber innerlich sind wir nicht kultiviert. Wir sind keine gesunden,
heilen menschlichen Wesen, solange wir nicht die Unordnung, das Wesen und die Struktur der Unordnung verstehen, können wir niemals herausfinden, was Ordnung ist. Aus dem Verständnis der Unordnung kommt Ordnung. Nicht zuerst Ordnung suchen und diese dann auf die Unordnung aufsetzen. Es muss ein Verstehen der Unordnung geben, warum sie entstanden ist. Einer der grundlegenden Faktoren ist, denke ich, dass das Denken Materie ist. Und Denken ist seiner eigenen Natur nach bruchstückhaft. Denken teilt. Das Ich und das Nicht-Ich, wir und sie, mein Land und ihr Land, meine Ideen und ihre Ideen, meine Religion und ihre Religion und so weiter. Schon die Bewegung des Denkens zielt auf Trennung ab. Weil Denken die Antwort des Gedächtnisses ist. Antwort aus Erfahrung, die die Vergangenheit ist. Und solange wir nicht wirklich in diese Frage sehr, sehr tief eindringen, wird die Bewegung des Denkens und die Bewegung der Unordnung. Wir befassen uns mit Konzepten, nicht mit dem, was ist, was wirklich ist. Wir befassen uns lieber mit Rezepten, Konzepten und Ideen. Das, was ist, ist Unordnung. Und diese Unordnung breitet sich auf der ganzen Welt aus. Es ist eine Bewegung, es ist eine lebendige Unordnung. Es ist keine tote Unordnung, es ist ein lebendiges Ding, sich bewegend, verderbend, zerstörend. Als wenn man am Ufer eines Flusses sitzt und das Vorbeifließen des Wassers beobachtet. Sie können das Wasser nicht verändern, Sie können die Substanz oder die Bewegung des Wassers nicht verändern. In gleicher Weise ist diese Bewegung der Unordnung Teil von uns und ergießt sich nach außen. Man muss also auf sie schauen. Was ist die Ursache von Unordnung? Unordnung bedeutet Widerspruch, richtig? Und Konflikt. Widerspruch, dieses entgegengesetzt zu dem? Oder die Dualität? Dies im Gegensatz zu dem. Der Streit zwischen zwei sich gegenseitig ausschließenden Dingen. Und was verursacht diese Dualität und den Konflikt? Gibt es überhaupt Dualität? Gibt es ein Gegenteil zur Gewalt? Verstehen Sie? Oder nur Gewalttätigkeit. Aber wir haben das Gegenteil geschaffen. Das Denken hat das Gegenteil geschaffen als Gewaltlosigkeit. Und somit den Konflikt zwischen beiden. Die Gewaltlosigkeit ist eine Abstraktion dessen, was ist. Und das Denken hat das vollbracht. Sie können sehen, was in der Welt passiert. In der westlichen Welt. Technologie, Wirtschaft und Konsum stellen heutzutage die größte Aktivität dar, was alles auf dem Messbaren basiert, was wiederum Denken ist. Verweilen Sie einen Moment dabei und Sie werden sehen, dass etwas Seltsames geschieht. Im Osten, besonders in Indien, sagt man, das Messbare sei eine Illusion. Um das Unermessliche zu finden, muss das Messbare ein Ende finden. Ich drücke das sehr einfach und grob aus.
Nein, mir scheint, Sie legen es hinsichtlich der Wichtigkeit, die wir dem Handeln zuschreiben, sehr genau aus. Es ist sehr interessant. Ich habe es beobachtet. Im Westen gibt es Technologie, Wirtschaft und Konsum. Gott, der Erlöser, die Kirche und all das sind etwas Äußeres. Etwas zum Spielen und sie spielen lediglich am Sonnabend oder Sonntag damit, aber den Rest der Woche und so weiter. Und in Indien sehen Sie Folgendes. Das Wort Ma bedeutet Messen in Sanskrit. Und Sie sagen, die Wirklichkeit ist unermesslich. Erforschen Sie das, sehen Sie die Schönheit darin. Das Abmessen kann niemals die Wahrheit finden. Ein Geist, der misst, oder ein Geist, der im Messen verfangen ist, kann die Wahrheit niemals finden. Ich lege es so aus. Sie legen es nicht so aus, aber ich tue es. Sie sagen also, um das Wirkliche zu finden, das Unermessliche, muss das Messen ein Ende finden. Aber Sie sagen, das Denken muss kontrolliert werden. Um also das Unermessliche zu finden, müssen Sie das Denken kontrollieren. Wer ist der Kontrolleur des Denkens? Ein weiteres Stückwerk des Denkens. Sie benutzen das Messen, um über das Messen hinauszugehen. Und darum können Sie niemals darüber hinausgehen. Sie sind in einer anderen Art von Illusion verfangen. Aber sie ist immer noch ein Produkt des Denkens. Das Denken hat die Welt physisch aufgeteilt. Amerika, Indien, Russland, China hat die Welt aufgeteilt. Das Denken hat die Aktivitäten des Menschen zerstückelt. Der Geschäftsmann, der Künstler, der Politiker, der Bettler. Verstehen Sie? Das Denken hat eine Gesellschaft geschaffen, die auf dieser Zersplitterung basiert. Und das Denken hat die Götter, die Erlöser, die Jesuse, die Christen, die Krishnas, die Buddhas geschaffen. Und sie alle sind messbar. In dem Sinn, dass du wie Christus werden musst oder du musst gut sein. Alles von einer Kultur gut geheißen, die auf dem Messen basiert. Wenn wir also die Bewegung des Denkens nicht verstehen, können wir unmöglich die Unordnung verstehen. Es ist das Denken, das die Unordnung hervorgebracht hat. Es klingt widersprüchlich, aber es ist so. Denken ist bruchstückhaft. Denken ist Zeit. Und solange wir uns nur innerhalb dieses Gebietes bewegen, muss es Unordnung geben. Was bedeutet, dass jedes Bruchstück für sich selbst arbeitet? Im Gegensatz zu anderen Bruchstücken. Ich, ein Christ, bin in Opposition zu dem Hindu, obgleich ich über Liebe und Güte und so weiter spreche. Ich liebe ihn so sehr, dass ich ihn gerettet sehen möchte, also pferche ich ihn ein. Die Hauptursache der Unordnung ist die Zersplitterung des Denkens. Neulich hat man mir gesagt, dass in einer bestimmten Kultur Denken das Äußere bedeutet. Wenn Sie das Wort außen benutzen, gebrauchen Sie das Wort Denken. Und wir denken, es ist innen. Das ist es.
Das Denken ist also immer außen. Sie können sagen, ich denke im Inneren. Das Denken hat das Äußere und das Innere geteilt. Um diesen ganzen Widerspruch, das Messen, die Zeit, die Teilung, die Zersplitterung, das Chaos und die Unordnung zu verstehen, muss man wirklich die Frage untersuchen, was der Gedanke, was das Denken ist. Kann der Verstand, der so von Bruchstücken und Zersplitterung geprägt ist, kann so ein Verstand die gesamte Bewegung der Unordnung beobachten? Nicht in bruchstückhafter Art und Weise. Die Bewegung selbst, unsere Gesellschaft und unsere Zivilisation basiert auf Vergleich. Von der Kindheit an, über die Schule zur Universität, wird verglichen. Und Vergleich zwischen Intelligenz und Dummheit. Zwischen den langen, den schwarzen, den weißen, blauen und all den anderen. Vergleich beim Erfolg. Und sehen Sie auch unsere Religionen an. Der Priester, der Bischof, Sie verstehen? Die Aussicht auf ein hohes Amt, womöglich Papst oder Erzbischof. Die ganze Struktur basiert darauf. Vergleich, was messen und im Wesentlichen denken ist. Darum frage ich mich, ob nicht das Messen, der Vergleich und die Nachahmung die Hauptfaktoren der Unordnung sind. Hieraus ergibt sich die Frage, ob man einen Studenten dazu bringen kann, ein Leben ohne Vergleich zu führen. Ein größeres Auto, kleines Auto, verstehen Sie? Dumm, Sie sind klug, ich nicht. Was passiert, wenn ich überhaupt nicht vergleiche? Werde ich dadurch dumm? Im Gegenteil. Ich weiß, dass ich dumm bin, nur dadurch, dass ich vergleiche. Wenn ich nicht vergleiche, weiß ich nicht, wie ich bin. Von dort kann ich beginnen. Die Welt wird auf unendliche Weise zugänglich. Oh, dann wird alles ganz anders. Es gibt keinen Wettbewerb, es gibt keine Angst, es gibt keinen Konflikt untereinander. Darum benutzen Sie das Wort total so oft, nicht wahr? Von einem Zustand zum anderen gibt es keine Verbindung, gibt es keine Brücke. Vollkommene Unordnung. Vollkommene Ordnung. Ja, und Sie benutzen das Wort absolut sehr oft, was viele Leute heutzutage erschreckt. Sir, letztlich ist Mathematik Ordnung. Für die höchste Form mathematischer Forschung benötigen Sie einen total geordneten Verstand. Das Großartige an Mathematik ist auch, dass obgleich es das Studium der Menge ist, man keinen Übergang von einer ganzen Zahl zur nächsten macht, indem man die Zahl 2 größer werden lässt. 2 endet bei 2, 2,5 ist nicht mehr 2. Irgendwie ist das der Fall. Ich habe niemals gehört, dass ein Kind, das Mathematik lernt, hiermit konfrontiert wurde. Sehen Sie, unser Lehren, alles, was wir tun, ist so absurd. Ist es möglich, diese Bewegung der Unordnung mit einem Geist zu beobachten, der selbst ungeordnet ist? Und zu sagen,
Kann dieser Geist die Unordnung beobachten? Dieser Geist, der sich bereits in einem Zustand der Unordnung befindet? Unordnung ist also nicht da draußen, sondern hier drinnen. Kann nun der Geist diese Unordnung beobachten? Ohne einen Beobachter einzuführen, der geordnet ist, der sich darüber stülpen würde. darum beobachten Sie, nehmen Sie Unordnung wahr, ohne den Beobachter. Um Unordnung zu verstehen, glauben wir, dass ein ordentlicher Verstand notwendig ist. Im Gegensatz zum unordentlichen Verstand. Aber der Verstand selbst hat diese Unordnung geschaffen. Die Denken ist und all das. Kann also der Verstand statt auf die Unordnung da draußen auf den Verursacher der Ordnung hier drinnen schauen? Unordnung ist nicht außerhalb von mir. Unordnung ist innerhalb von mir. Das ist eine Tatsache. Weil der Geist unordentlich ist, müssen all seine Handlungen unordentlich sein. Und die Handlungen der Unordnung pflanzen sich fort oder bewegen sich in der Welt. Kann also dieser Geist sich selbst beobachten, ohne den Faktor eines ordentlichen Geistes einzuführen, der das Gegenteil ist? Kann er also ohne den Beobachter beobachten? Den Beobachter, der das Gegenteil ist? That's the question. Now, what is that if you are really interested in it? I am. I'm deeply interested. Der Beobachter ist das Beobachtete. Der Beobachter, der sagt, ich bin ordentlich. Und ich muss Ordnung in die Unordnung bringen. Das findet normalerweise statt. Aber der Beobachter ist der Faktor der Unordnung. Weil der Beobachter die Vergangenheit ist. Er ist der Faktor der Teilung. Wo Teilung ist, gibt es nicht nur Konflikt, sondern auch Unordnung. Das passiert tatsächlich in der Welt. Ich meine, dass das ganze Problem mit Energie, mit Gesetz, Frieden und so weiter vollkommen gelöst werden kann, wenn es keine getrennten Regierungen, souveränen Armeen gäbe. Und man würde sagen, lassen Sie uns in Gottes Namen diese Probleme alle gemeinsam lösen. Wir sind Menschen, diese Erde ist für uns zum Leben gedacht, nicht Araber, Juden, Amerikaner und Russen. Es ist unsere Erde. Aber wir werden das nie tun, weil unser Geist so daran gewöhnt ist, in Unordnung zu leben und in Konflikt zu leben. Ihre Vorstellung von Ordnung ist die Tatsache, die Unordnung geschaffen hat. Das wirft also eine Frage auf, die sehr interessant ist. Kann der Geist sich selbst beobachten ohne den Beobachter? Weil der Beobachter das Beobachtete ist. Der Beobachter, der sagt, ich werde Ordnung in die Unordnung bringen, dieser Beobachter selbst ist ein Teil der Unordnung. Und darum kann er niemals Ordnung zustande bringen. Kann also der Geist seiner selbst als eine Bewegung von Unordnung gewahr werden, ohne zu versuchen, sie zu korrigieren, zu
zu rechtfertigen, zu formen, nur beobachten. Ich sagte vorhin, beobachten heißt, am Ufer eines Flusses zu sitzen und das vorbeifließende Wasser zu beobachten. Dann erkennen Sie viel mehr. Aber wenn Sie mittendrin schwimmen, sehen Sie nichts. Mein Leben ist kein Zufall, es ist eine Bewegung. Und in dieser Bewegung beobachte ich diese Bewegung der Unordnung. Und darum ist der Geist selbst unordentlich. Und wie kann dieser unordentliche, chaotische, widersprüchliche, absurde kleine Geist Ordnung zustande bringen? Er kann es nicht. Darum ist ein neuer Faktor notwendig. Und der neue Faktor ist beobachten, wahrnehmen, ohne den Wahrnehmenden. Wahrnehmen ohne den Wahrnehmen. Weil der Wahrnehmende das Wahrgenommene ist. Wenn Sie das einmal begriffen haben, dann sehen Sie alles ohne den Wahrnehmenden. Sie beziehen Ihre Persönlichkeit, Ihr Ego, Ihre Selbstsucht nicht mit ein. Sie sagen sich dann, dass die Unordnung der Faktor ist, der Ihnen und nicht außerhalb von Ihnen ist. Die Politiker versuchen, Ordnung zustande zu bringen, obwohl sie selbst so korrupt sind. Wie können diese Leute Ordnung schaffen? Das ist es, was in der Welt passiert. Die Politiker regieren die Welt. In Moskau, in Neu-Delhi, Washington, wo auch immer. Überall wird das gleiche Muster wiederholt. Sie leben auf chaotische, korrupte Weise und versuchen, Ordnung in die Welt zu bringen. Es ist kindisch. Darum ist die Umwandlung des Geistes nicht Ihr Geist oder mein Geist, es ist der Geist schlechthin, der menschliche Geist notwendig. Kann also der Geist diese Unordnung beobachten in sich selbst, ohne den Beobachter, der die Unordnung geschaffen hat? Das führt uns zu etwas sehr Einfachem, zu schauen auf einen Baum, eine Frau, einen Berg, einen Vogel oder eine schillernde Wasserfläche und deren Schönheit. Zu schauen ohne den Seher. In dem Moment, in dem der Seher, der Beobachter in Erscheinung tritt, spaltet er. Und Spaltung ist in Ordnung, solange sie nur beschreibt. Wenn sie die jedoch leben, dann ist die Teilung zerstörend. Wir befassen uns jetzt mit dem Messen. Dass die ganze Bewegung des kaufmännischen Denkens und Handelns, des Konsums der Technologie ist und heute zum Vorbild, zum Muster für die Welt geworden ist. Es begann im Westen, wurde dort immer mehr perfektioniert und hat sich dann über die ganze Welt ausgebreitet. Gehen Sie in die kleinste, schönste Stadt Indiens oder sonst wohin. Überall wird dasselbe Muster wiederholt. In welches Dorf auch immer sie gehen mögen, und seien die Menschen auch noch so ärmlich, unglücklich und mit nur einer kargen Mahlzeit täglich, so leben sie doch immer gemäß demselben Muster. Und die Regierungen versuchen, diese Probleme getrennt zu lösen, verstehen Sie? Frankreich für sich selbst, Russland für sich selbst. Es ist ein menschliches Problem, darum muss man sich nicht im Sinne Washingtons, Londons oder Moskaus nähern, sondern im menschlichen Sinne, der sagt, seht, dieses ist unser Problem und lasst es uns in Gottes Namen gemeinsam lösen.
was Fürsorge und Akzeptieren der Verantwortung für jedes menschliche Wesen bedeutet. Kommen wir also zurück. Wie wir schon sagten, kommt Ordnung nur mit dem Verstehen von Unordnung. Darin liegt keine Vergewaltigung. Darin liegt kein Konflikt. Darin liegt keine Unterdrückung. Wenn Sie unterdrücken, reagieren Sie. Sie kennen den ganzen Unsinn. Ordnung ist also eine total andere Art von Bewegung. Und diese Ordnung ist wirkliche Tugend, weil es ohne Tugend keine Ordnung gibt. Da gibt es Gangstertum, politisch, religiös oder auf jede andere Art und Weise. Aber ohne Tugend. Tugend bedeutet Führung, Handlungsweise, das Aufblühen in Güte jeden Tag. Das ist keine Theorie, es findet tatsächlich statt, wenn Sie auf diese Weise leben. Ein Mann, der aus Unordnung heraus handelt, schafft mehr Unordnung. Schauen Sie auf das Leben eines Politikers. Es ist ehrgeizig, gierig, nach Macht und Position strebend, um die Wahl bewerbend und all das andere. Und das ist der Mann, der Ordnung in der Welt schaffen will. Und sehen Sie die Tragödie dessen. Und wir akzeptieren das, verstehen Sie? Weil wir Unordnung in unserem Leben akzeptieren. Ich akzeptiere in meinem Leben keine Unordnung. Ich will ein ordentliches Leben führen, was bedeutet, dass ich die Unordnung verstehen muss. Und wo Ordnung ist, funktioniert das Gehirn viel besser. Ist das nicht ein Wunder? Sobald ich die Bewegung von Unordnung begreife. Begreift der Verstand es? Wenn wir es nicht schaffen, Menschen dieser Art hervorzubringen, wird die Welt kaputt gehen. Das ist, was passiert. Und ich fühle, dass es meine Verantwortung ist. Und ich habe Leidenschaft. Es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie mich verstehen, wenn ich mit ihnen spreche. Dass sie danach leben, danach handeln und diesen Weg gehen.